habe einmal bei Hambach 2 mitgewirkt und da fällt mir eine schöne Anekdote ein. Mit meiner Nebenrolle als bayerischer Staatsbeamter musste nach dem Zug gucken und gehe raus. Mein Regisseur hat verlangt, dass ich einen Apfel reibe an meiner Brust. Und jetzt habe ich ja noch Zeit, weil eine Zugdurchsage kam, dass es Verspätung gibt. Umdrehen, rein, fertig. 5 Sekunden. Für diese Szene probten wir ungefähr schon 15, 20 Minuten. Die Leute waren verzweifelt und ich wusste nicht mehr, was machen. Und wieder raus, reiben, jo, Maike. Ja, jedenfalls plötzlich schrie mein Regisseur, ja, was, warum hast du das gemacht? Dann habe ich, ich habe gedacht. Und da fing er an. Du sollst nicht denken, es gab mal einen berühmten Regisseur, der sagte, du sollst nicht denken zu seinem Schauspieler. Dann habe ich gesagt, Franz, bist du jetzt der berühmte Regisseur oder bin ich Schauspieler? Und damit war das Eis gebrochen.